Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, wir sind heute bei Buchendorf und ich möchte Ihnen einen Buchendorfer vorstellen, Roman Schweder, Fotograf und Kornkreisentdecker. Mhm. Was genau. War vorher da? Ein Feld. Ja, was war sonst vorher? Ein Feld, wo Weizen drauf waren. Jetzt hat er auch Kreise drin und die habe ich halt dann zufälligerweise entdeckt. Ja. Wie macht man das? Zufälligerweise genau über das Feld drüber fliegen, wo der Kornkreis drin ist. Es gibt ja hier, obwohl ja Buchendorf jetzt nicht so groß ist von der Gemarkung her, dennoch wahrscheinlich doch relativ viel Ackerfläche mit Korn drauf. Ne? Das ist richtig, ja. Ich bin halt mit der Drohne rausgegangen, habe halt einfach ein bisschen rumgeflogen und habe ich sie geschwenkt und dann habe ich sie so gesehen und dann dachte ich mir, was ist denn jetzt das? Da machst du es intuitiv gleich Fotos, auch so ein paar Fotos von der Gaudi im Hintergrund sieht, weil ich gedacht habe, das stelle ich in Facebook-Gruppen ein, dass wir die Gaudi das auch wirklich glauben, dass das wirklich daherkommt. Ja. Und ja, und so ist das dann passiert und so ging das seinen Gang dann. Also Sie haben das praktisch veröffentlicht und dann kam das ja alles in den Fluss. So kam das in den Fluss und es sind auch die Leute da, die man vielleicht dann im kommenden auch noch sehen wird, ja, die da draußen hier sind. Ja, genau, richtig. Ja. Was machen Sie denn normalerweise? Machen Sie so Aufnahmen, Bilder, Videos von der Natur oder was ist so Ihr Beritt als Fotograf? Also ich bin Fotograf, ich mache Bewerbungsfotos, ich mache Passfotos, ich mache Businessfotos, Familienfotos, Bibi. Ich bin sehr breit aufgestellt, was das Kreative angeht und jetzt habe ich auch eine Drohne und ich sehe, da kommt die auch ganz gut zum Einsatz. Ja, auch wenn man halt so, völlig was anderes, ne? Das ist ganz was anderes, aber da kann man auch genauso Fotos machen und von daher, ob man es jetzt, keine Ahnung, auf 50 Meter, 80 Meter Höhe macht oder halt dann am Boden, sind halt einfache Perspektiven, ganz was Neues, ja. Mhm. Haben Sie andere Kornkreiserfahrungen? Ehrlich gesagt nicht. Gut, Maislabyrinthe kennt man schon, aber ich habe die Drohne noch nicht so lang. Aber das ist jetzt, glaube ich, das, was man jetzt in Zukunft mal schauen könnte, was man halt so sieht, ja, in Zukunft von oben. Da muss man mittlerweile einen Führerschein haben, einen Flugschein. Da braucht man ab 250 Gramm einen Drohnenführerschein tatsächlich. Das muss man dann beim Bundesamt für Luftfahrt dann machen. Und man braucht auch eine Plakette, eine Kennzeichnung. Alles, was drunter ist, geht. Aber ansonsten braucht man eben den Führerschein, den ich halt gemacht habe. Und deswegen auch der Probeflug und die Entdeckung. Ja. Genau, ja. Jetzt eine ganz dumme Frage. Wird das auch kontrolliert? Gibt es da dann auch Leute, die irgendwann mal auftauchen und sagen, könnten Sie mir mal Ihre Flugerlaubnis zeigen und die Kennung auf Ihrem Gerät? Das kann sein. Ich habe tatsächlich meinen Führerschein ausgedruckt da. Ich habe es als QR-Code auch dabei. Also es kann sein, wenn einem die Polizei auffällt und fragt oder so. Also generell darf man ja draußen fliegen. Bei bestimmten Sachen braucht man einen Aufstiegsgenehmigung. Da kann man auch zur Polizei gehen und unter anderem sagen, wie schaut es aus? Und dann sagen die auch meistens ja. Mhm. Ansonsten hat man alles dabei, dass man sich halt auszeichnen kann und ausweisen kann. Genau. Dann schauen wir uns einmal, darf man es gleich anschauen, wie man es in Betrieb nimmt. Ach so, ja. Also weil er hat es ja auch nicht so wunderbar verpackt. Ja, es ist wunderbar verpackt. Sie ist jetzt aber auch noch nicht komplett fertig, weil die muss man jetzt zusammenklappen. Das heißt, ich muss erst die Flügel dann ausklappen und macht man hier noch da. Die Sache ist, die Jüngeren unter uns, die wissen es alle schon, aber ich bin immer wieder überrascht. So, dann da sind ja gar keine Propeller drauf hinten. Doch, aber die muss man halt draufschrauben. Ne? Deswegen, das habe ich jetzt noch nicht vorbereitet, aber ich habe die ja noch eingepackt gehabt. Wie lange haben Sie denn eigentlich gebraucht, bis Sie mit dem Teil wirklich fliegen konnten? Das ging tatsächlich eigentlich, ich baue es jetzt zusammen, das ging jetzt relativ schnell, muss ich tatsächlich sagen, weil die ist auch GPS gesteuert. Das heißt, die steht auch tatsächlich in der Luft, wenn man nichts macht. Und das kann man sich relativ schnell aneignen. Das Gefühl dafür, dass man irgendwie Angst hat, dass sie abstürzt oder dass man irgendwo reinfliegt oder ist am Anfang da, weil das ist relativ schnell genommen, weil es auch wirklich gut gemacht ist. Und das ist sehr sicher. Also da gibt es Hersteller, ohne jetzt Hersteller zu nennen, die können es richtig gut. Und da würde ich auch echt drauf Wert setzen, wenn man sich sowas anschafft. Wir haben gekehrt. Das ist ganz lustig. Es gibt dann nämlich so einen Knopf dann auf der Fernsteuerung. Wenn man die aus den Augen verliert, dann drückt man da drauf, dann kommt die auch zu einem zurück. Das ist richtig, ja. Und der Witz ist der, das ist das Einzige, was ich verstanden habe, dass die Rückkehrflughöhe meistens zu nieder eingestellt ist und dass dann beim Zurückkehren diese Drohnen dazu neigen, an Hauswände bzw. in Bäume zu krachen. Da muss ich kurz eingreifen. Es gibt hier vier verschiedene Sensoren, vorne, hinten, überall. Die weicht auch aus, die weicht auch dir aus. Also aber wahrscheinlich erst ab der Gress, oder? Die kleineren nicht, oder? Also die kleineren haben es dann auch von der Firma, ohne es die Firma zu nennen. Und die Besseren sind dann noch ein bisschen besser aufgestellt. Aber eigentlich sind sie schon sehr sicher, die Drohnen. Ja, definitiv. Es ist unglaublich. Es ist Wahnsinn, was sie in den letzten 20 Jahren geändert hat. Gell? Das ist der Wahnsinn. Früher warst du glücklich, wenn du Flugaufnahmen gekriegt hast. Gell? Oder analoge Aufnahmen, wo man eine Woche drauf gewartet hat. Und jetzt hat digital aus der Luft sieht man Sachen, die man davon nie gesehen hat. Wie den Kornkreis dahinter uns zum Beispiel. Dann jetzt machen wir eine kleine Pause und dann schauen wir uns das Ganze zusammen an. Und dann der eine filmt aus der Luft und der andere vom Boden. Das glaube ich, ja. Das kann gerne öfter mitkommen, so ist es nett. Wie lange braucht man eigentlich, bis man das beherrscht? Wir haben ja vorher gehört, dass es relativ einfach ist, gerade wenn es also so ums Landen. Und man muss ja ein Gefühl dafür haben. Ich meine, früher hat man vielleicht irgendwie an der Rennbank gespielt oder so. Muss man ein bisschen ein Gefühl dafür haben und dann geht das schon. Ich denke, dass das jeder schnell lernen kann einfach. Man muss halt das Vertrauen in die Technik haben, dass das Ding nicht abstürzt. Die sind mittlerweile gut gemacht. Da ist nichts davon gefeit, aber ansonsten geht das schon ganz gut, ja.
Und was ich ja gerade gesehen habe, die haben also vorprogrammierte Flugbahnen. Da kannst du also praktisch die Mitte von dem Kornkreis markieren und sagen, das fliegst du in einem Radius von 30 Meter rundherum. Ja genau, das nennt sich dann Quickshots. Wenn man nicht viel Zeit hat, dann kann das mal schnell drum rumfliegen. Da kann man auch Rakete, da kann man sämtliche Variationen machen, was man sich vorstellen kann. Man könnte sich da auch in den Kreis reinstellen und dann wird die ganz hoch gehen und der Kreis wäre voll klein. Da kann man sich viele Sachen gut vorstellen, ja, auf jeden Fall. Und aufnehmen tut es auf so kleine Chipkarten, oder? Richtig, Micro-SD-Karten. Ja, braucht mittlerweile relativ groß, weil die Qualität mittlerweile so gut ist, ja, dass man große Karten braucht. Der macht die 4K, oder was? Die macht 4K, ja. Auf jeden Fall macht sogar 5K mittlerweile. Ja, Wahnsinn. Das ist eigentlich das, was das Fernsehen hoffentlich bald demnächst bringen wird. Dann kann man so gute Aufnahmen auch zeigen. Punkt finden, das ist erst den Punkt. Wie viel Uhr sind Sie schon geflogen mit dem Teil? Oder ja, schon Stunden. Schon ein paar Stunden, keine Ahnung, müsste ich auslesen, kann man auslesen, aber... Aber Sie haben ja schon erwähnt, Sie haben das gehört, dass es so eine Home-Funktion gibt. Das heißt, wenn man mal sagt, der Akku wird knapp, dann sagt man schnell zurückkommen und er sagt es auch selber dann. Ansonsten drückt man auf den Kopf und dann fliegt es dann gegen einen Schädel, oder? Nein, Sie haben ja Sensoren drin. Dann wird er den Kopf erkennen und wird sagen, nein, das machen wir nicht. Schauen Sie, da kommen wir. Sehen Sie es? Also das macht jetzt aber automatisch, oder? Das mache ich jetzt selber. Ach Mensch, jetzt übertreiben Sie aber. Später. Ja, klar, immer. So, jetzt sind wir gleich da. An der Pole Position. Jetzt drehen wir es noch einmal kurz. Landen es aus, jetzt einen Meter, dann geht er automatisch runter. Und jetzt hat, ich hoffe, das ist jetzt, müsste das, bevor ich jetzt wieder Rasen mähe, müsste das jetzt, doch, Jackpot. Hat geklappt. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.